So, ich begrüße euch im Namen Jesu Christi, im Namen Jesus, der seine Apostel berufen hat und sie gesandt hat, das Fundament der Gemeinde zu legen. Und von diesen Aposteln, die Jesus persönlich berufen hat und ausgesandt hat, von denen haben wir einige Briefe im Neuen Testament enthalten, um die es heute schwerpunktmäßig geht. Was wir hier lernen, das können wir auch anderswo anwenden, wie auch gestern. Ich bringe immer wieder mal Beispiele auch anderen Briefteilen oder Literaturteilen der Bibel. Aber es soll eben schwerpunktmäßig heute um die Briefliteratur gehen. Die Frage, wie gehen wir damit um? Immerhin sind das von 27 Schriften im Neuen Testament 21 Briefe, nur 6 Schriften, welches nicht Briefe sind. Das Thema habe ich jetzt mal so formuliert: neutestamentliche Briefliteratur, Gottes Wort in konkreten Situationen, aber nicht nur in konkreten Situationen, aber eben auch. Dazu einmal die Übersicht über das, was wir heute besprechen möchten. Eine allgemeine Einführung, dann das Wesen der Briefe. Drittens, Auslegung schwieriger Texte. Viertens geht es um die Frage, gibt es so etwas wie kulturelle bedingte Texte in der Bibel? Das ist die Streitfrage, über die man gerne streitet unter Christen. Und ja, das Ganze möchten wir dann vor allem den Punkt 4 veranschaulichen an einem konkreten Text, das 1. Korinther 11 von 2 bis 16, wo es um die Frage der Kopfbedeckung geht. Sollen wir die Kopfbedeckung heute tragen, das heißt Frauen oder nicht? Männer sollten natürlich nicht, sagt Paulus, aber die Frauen sollten sie oder nicht? Wenn ja, dann müssen wir das heute Abend noch korrigieren. Zur allgemeinen Einführung, das ist der brennende Punkt. Wir leben hier in der Spannung des ewigen Wortes Gottes. Wir gehen davon aus, ich habe es gestern gesagt, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist. Es gibt Theologen, die meinen, die Bibel enthalte Gottes Wort. Nicht die Bibel als Ganzes sei Wort Gottes, darüber mehr in meinem Buch Hermeneutik, das man da hinten kaufen kann, aber auch über das Thema von heute Abend findet man dort einiges mehr noch, als was ich hier heute vortragen werde. Die Bibel ist Gottes Wort für uns, nach ihrem eigenen Zeugnis. Die Bibel geht von Anfang bis Ende davon aus, dass das, was dort geschrieben wird, Gottes Wort ist. Im Grunde genommen. Menschen haben das aufgeschrieben, aber es ist im Grunde genommen in der Autorität Gottes Wort. Und trotzdem merken wir gerade in den Briefen, dass sie konkret in eine bestimmte Situation hineinsprechen. Und diese Situation sieht zum Teil ziemlich anders aus als unsere Situation. Die Kultur, in der die Apostel und die Gemeinden damals lebten, sieht zum Teil ziemlich anders aus als unsere Kultur heute. Frage, sollen wir das trotzdem so eins zu eins übernehmen oder haben uns diese Texte heute nichts mehr zu sagen? Und ich glaube, meine Antwort liegt weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Was ist der Maßstab, wenn ich sage, es gibt Texte in der Bibel, die gelten heute so nicht? Man hört ja immer wieder, ja, Paulus würde das heute anders schreiben. Wie? Wir können ihn nicht fragen. Ist nicht da. Lieber Bruder Paulus, ja damals, wir verstehen, dass du es da so schreiben musstest, aber heute würdest du das doch sicher anders schreiben. Sag uns doch mal wie. Das Problem ist, wir haben ihn hier nicht. Wir haben nur sein Wort. Das heißt, Gottes Wort durch ihn überliefert.
Wie gehen wir damit um? Wer ist der Maßstab? Und da scheint es mir wichtig, dass wir hinschauen, worum geht's genau? Was sind die Prinzipien, um die es im Text geht? Ich werde das nachher noch weiter erklären. Und wie können wir diese Prinzipien in der jeweiligen Kultur anwenden? Auch bei uns. Zu beachten ist vor allem, dass die Briefe des Neuen Testaments nicht zuerst und nicht direkt an uns gerichtet wurden. Also ihr habt noch nirgendwo die Adresse unserer Gemeinde darin gesehen. Die andere Gemeinden auch nicht. Ne? Also sie wurden zuerst an ganz andere Menschen gerichtet, ganz andere Gemeinden. Gelten sie trotzdem uns? Und das wäre ein sehr, sehr breites Thema, da kann ich natürlich nicht erschöpfend darauf eingehen. Und trotzdem wollen wir uns einige Punkte heute anschauen. Das Wesen der neutestamentlichen Briefe oder der Briefe überhaupt. Die neutestamentlichen Briefe sind von der Form her nicht ganz anders formuliert worden als Briefe außerhalb der Bibel damals. Und von denen gibt es viele, die man gefunden hat. Erstens, zweiten Jahrhundert vor Christus, mehrstens, zweiten Jahrhundert nach Christus. Aus dieser Zeit gibt es jede Menge von Briefen, die man mit den neutestamentlichen Briefen vergleichen kann. Und sind ganz ähnlich aufgebaut. Also es gibt hier gar nichts Außerordentliches von der Form her, sage ich. Nicht vom Inhalt. Es geht jetzt nicht um den Inhalt. Es geht um die Form. Sie gehörten in allen Schichten damals zum wichtigsten Kommunikationsmittel. Das ist heute ein bisschen anders, nicht? Ich schreibe E-Mails, hatte man natürlich noch nicht, kein Handy dabei, alles noch nicht. Nicht einmal sonst ein Telefon. Überhaupt nichts. Also musste man Briefe schreiben. Und die Briefe hatten allgemein drei Hauptteile. Das war der Briefeingang, der Hauptteil und der Schluss. Also drei Teile, nicht drei Hauptteile. Briefeingang, Einführung, Hauptteil und Schluss. Und der Briefeingang ist in der Regel eingeteilt in folgende Gliederung. Erstens, nicht wie wir, lieber Herr so-und-so, liebe so-und-so oder sehr verehrte Damen und Herren oder wie auch immer, sondern zuerst steht der Name des Schreibers. Wir wissen, dass in 13 Briefen im Neuen Testament der Name des Schreibers gleich ist, nämlich das war jetzt nicht so schwierig, ja? Paulus. Die kritischen Theologen gehen heute davon aus, dass nur 7 echte Paulusbriefe gibt. 6 soll nicht echt sein. Aber immerhin bezeugen 13 Briefe, dass sie von Paulus geschrieben wurden. Denn der Name des Empfängers kommt gleich anschließend. Das heißt, zuerst wird der Autor noch ein bisschen näher beschrieben, Paulus, Apostel, Jesu Christi, Knecht Gottes und so weiter, berufen, können wir dann weiterlesen, dann kommt der Name des Empfängers oder der Empfänger, dann Gruß und ja, der Gruß enthält dann auch einen Segenswunsch. In der Antike hat man einfach geschrieben, freut euch, Chairen heißt es griechisch. Diesen Gruß finden wir dreimal im Neuen Testament, zweimal in der Apostelgeschichte und einmal im Jakobusbrief. Aber Paulus ändert den von der Form her ganz klein wenig, aber inhaltlich sehr stark. Er sagt statt Chairen Charis und Charis heißt Gnade euch und Friede von Gott, Shalom ist der hebräische Gruß. Friede von Gott, Gnade. Also das ist der Gruß des Paulus und dann folgt ein Gebet mit einer Danksagung. Das war außerbiblisch auch so, Danksagung an die Gottheit. Paulus tut das natürlich nicht an irgendeine Gottheit, sondern an den Vater Jesu Christi. Das ist ganz klar. Wir haben, das ist vielleicht das Außergewöhnliche, also es gab verschiedene Briefe in der Umwelt zum Neuen Testament, gibt Privatbriefe, Geschäftsbriefe, philosophische Briefe und so weiter. Im Neuen Testament haben wir eigentlich keine Privatbriefe. Das ist schon mal etwas Besonderes. Außerdem Philemonbrief. Ja, das ist so ein gewisser
Privatbrief. Nicht einmal die Timotheusbriefe und der Titusbrief sind Privatbriefe, sondern sie wurden an Hirten der Gemeinde geschrieben, die verantwortlich waren für die Gemeinden. Also in dem sind keine Privatbriefe. Etwas privater, persönlicher der zweite Timotheusbrief, den Paulus kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Der ist etwas persönlicher und privater als der erste Petrusbrief. Deismann hat zu seiner Zeit unterschieden zwischen Brief und Epistel. Das Problem ist, Epistolä heißt griechisch ganz einfach Brief. Er sagt, der Brief sei ein Stück Leben und Epistel sei ein literarisches Kunstwerk. Zum Beispiel der Hebräerbrief im Neuen Testament. Gut, es stimmt, der Hebräerbrief beginnt nicht typisch als Brief. Kein Verfasser, das ist das große Rätsel bis heute. Kein Empfänger. Aber er endet als Brief, immerhin. Und er wurde als Brief geschrieben. Und wenn wir den Hebräerbrief lesen, dann merken wir, dass er sich auf eine bestimmte Gruppe von Nachfolgern und Nachfolgerinnen Jesu bezieht. Und ganz konkret auf ihre Situation eingeht. Das heißt, auch der Hebräerbrief hatte einen konkreten Schreiber natürlich. Und einen konkreten Empfängerkreis. Und es gab einen ganz konkreten Anlass des Schreibens. Und das ist speziell bei den Briefen des Neuen Testaments. Der Schreiber gibt's überall, aber es gibt einen ganz ausgewählten Empfängerkreis zuerst einmal, in der Regel auf jeden Fall. Und es gibt eine konkrete Situation, die den Brief veranlasst hat. Und wenn wir den Inhalt richtig verstehen und einordnen möchten, ist es gar nicht unwichtig, dass wir das beachten. Es ist manchmal sogar sehr entscheidend. Gut, das allgemein zu den Briefen im Neuen Testament. Nun gibt es aber auch ganz schwierige Texte oder schwierige Aussagen in Briefen. Wie sollen wir damit umgehen? Ja, vielleicht sagt ihr, alles ist schwierig. Ja? Petrus hat ja von den Briefen des lieben Bruders Paulus geschrieben, von denen einige Stellen schwierig sind, und sagt, die Unwissenden verdrehen sie zum eigenen Verderben. Das sollten wir ja nicht machen, das wollen wir ja verhindern, nicht? Dass wir sie nicht verdrehen. Also wie gehen wir damit um? Ich habe hier ein paar Richtlinien aufgestellt, die uns helfen können. Erstens, wir sollten schauen, welches die Hauptaussage nicht nur des Verses, sondern des Abschnittes ist. Immer weiterlesen, im Kontext lesen. Ein wichtiges Prinzip. Nicht lange einfach bei einer Aussage bleiben und denken und denken und denken und was ist jetzt gemeint, weiterlesen. Dann erklärt sich vieles schon von selbst. Ich habe hier als Beispiel angegeben 1. Korinther 6, 3. Weiß nicht, ob jemand weiß, was dort steht. Paulus sagt, wir werden Engel richten. Was ist damit gemeint? Nein, also man könnte Jahre forschen und würde immer noch nicht genau sagen können, was gemeint ist. Weil Paulus nicht erklärt. Und weil es auch nicht deutliche Parallelstellen der Bibel gibt, die das erklären würden. Gibt die nicht. Könnte auch heißen, Engel über Engel herrschen. Also vom Hebräischen her vor allem, ist das gleiche Wort im Hebräischen, wenn Paulus Hebräisch denkt, gedacht hat hier. Und das hilft aber auch nicht viel weiter. Nun, im Kontext geht es gar nicht um das Thema. Ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, nicht? Im Kontext geht es darum, dass wir in der Gemeinde für Recht sorgen sollen. Und Paulus sagt in diesem Zusammenhang, ja, wisst ihr doch, dass wir über Engel herrschen werden. Das heißt, es ist eine ganz hohe Berufung und Bestimmung der Christen. Und wenn wir das werden, wie viel mehr sollten wir imstande sein, der Gemeinde für Recht und Ordnung zu sorgen? In der Gemeinde Menschen herauszuwählen, die schauen, dass es nicht rechtliche Konflikte zwischen Brüdern gibt. Die sind damals zu weltlichen Richtern gelaufen. Und in Wirklichkeit ging es gar nicht um das Recht, sondern es ging um mein Recht, nicht? Es ging darum, dass ich Recht habe. Also müssen wir unterscheiden, nicht? Wenn wir zum Anwalt gehen, geht es um das Recht oder geht es um mein Recht?
Das heißt, es geht mir dann oft darum, dass ich doch den anderen eher ein bisschen unterdrücke. Es spielt auf jeden Fall dann kaum eine Rolle mehr. Mir ist wichtig, dass ich im Rechten bin. Dann sollten wir unterscheiden der Bibel zwischen dem, was klar ist und was weniger klar ist. Jesus sagt Matthäus 24, Vers 34, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Was ist gemeint mit diesem Geschlecht? Da gibt es beliebige Auslegungen, unmögliche Auslegungen. Eine Auslegung ist, dass man sagt, dieses Geschlecht ist das Geschlecht, das 1948 leben wird in Israel, wenn der Staat neu gegründet wird. Und das wird noch so lange leben, bis Jesus wiederkommt. Das heißt, mit diesem Geschlecht hätte Jesus weit in die Zukunft gezeigt. Das ist für mich sehr unwahrscheinlich. Es gibt für mich zwei mögliche Deutungen. Das eine wäre, dass man sagt, dieses Geschlecht ist nicht diese Generation, sondern dieses Volk. Und das Wort Geschlecht wird in der Bibel auch so gebraucht. Das heißt, dieses Volk Israel, das Volk Gottes, wird bestehen bleiben, bis Jesus wiederkommt. Das ist möglich. Und das ist ja inhaltlich auch richtig. Und die andere mögliche Auslegung ist, dass man Geschlecht als Generation versteht. Das würde dann allerdings heißen, dass Jesus mit dies alles wird geschehen, nicht auf die Wiederkunft hinweist, sondern auf die Zerstörung des Tempels. Und das ist meines Erachtens wahrscheinlich gemeint. Dies alles ist also nicht, bezieht sich nicht auf die Wiederkunft Jesu, sondern auf die Zerstörung des Tempels im Jahr 70. 40 Jahre später wurde der Tempel zerstört. Die Generation von damals lebte noch. Die meisten oder viele lebten auf jeden Fall noch. Dann ist wichtig, dass wir den gesamten biblischen Kontext beachten. Ich habe hier drei Bibelstellen, die etwas schwierig sind. 1. Korinther 15, Vers 29, da ist davon die Rede, dass sich welche für Tote taufen lassen. Was ist damit gemeint? Sollen wir uns also für tote Verstorbene taufen lassen, damit sie in den Himmel kommen? Nein, wenn wir sagen, den biblischen Kontext beachten, dann müssen wir doch davon ausgehen, dass die ganze Bibel in diese Richtung keine Aussage macht. Im Gegenteil, einmal ist es dem Menschen gesetzt zu sterben, danach das Gericht. Da kommt nicht noch eine mögliche Taufe für die Toten oder ein Fegefeuer, dass man sie da rausholen könnte. Also würden wir im Widerspruch zur Bibel sonst stehen. Nun, was ist gemeint? Eine Möglichkeit ist, dass es damals tatsächlich solche gegeben hat, die sich für verstorben haben taufen lassen, dann würde Paulus das hier nur als Bemerkung weitergeben, ohne das zu werten. Aber ich glaube, dass was anderes gemeint ist vom Kontext her. Da geht's darum, dass Paulus sagt, wenn es doch keine Auferstehung der Toten gäbe, da wäre ja unser Glaube umsonst. Und da wäre auch die Nachfolge umsonst. Und diesbezüglich sagt er das. Und die Taufe hieß damals, wenn man sich öffentlich zu Jesus bekannte, hieß das, dass man auch dem Risiko ausgesetzt war, dass man als Märtyrer hingerichtet werden konnte. Und ich glaube, dass es darum geht, dass Paulus sagt, ja, wenn man sich doch tauft und nachher dafür sterben muss, wenn doch der Glaube nichtig ist, wenn es doch keine Auferstehung gibt, warum tut man das dann? Das ist doch alles sinnlos. Nein, natürlich ist das nicht sinnlos, weil Paulus überzeugt ist, dass Jesus auferstanden ist und dass wir auch auferstehen werden. Zweites Beispiel, 1. Petrus 3, Vers 19 und 20, da geht es darum, dass Jesus im Geist nach seinem Tod vor der Auferstehung ins Gefängnis gegangen ist, ins Totenreich offensichtlich, und dort den Geistern, verstorbenen Geistern, irgendetwas verkündigt hat. In der früheren Guten Nachricht Bibel hieß es, er hat ihnen gute Nachricht oder Evangelium verkündigt.
Das würde ja heißen, dass es eine Möglichkeit gäbe, nach dem Tod noch einmal umzukehren, zumindest für die. Nun, im Griechischen heißt es ganz einfach Kerysein, als Herold verkündigen, das kann genauso gut das Gericht sein. Und ich glaube, dass Jesus nichts anderes denen verkündigt hat als das Gericht Gottes. Von Noah heißt es im 2. Petrusbrief, dass ein Herold des Gerichtes war, der Gerechtigkeit Gottes. Und er hat das Gericht Gottes verkündigt, vom Noah. 2. Thessalonicher 2, Vers 6 und 7, da ist von dem die Rede, der das Kommen des Antichristen aufhalten wird, oder aufhält, besser gesagt. Wer ist gemeint? Auch darüber ist sehr viel spekuliert worden. Manche sagen, sei die Gemeinde, kann nicht sein, denn Paulus sagt das Gegenteil im Kontext. Wir werden nicht vorher mit Jesus vereinigt, bevor der Abfall kommt. Andere sagen, es sei der Heilige Geist. Der Geist kann nicht weggenommen, ohne dass die Gemeinde dann zusammenbricht. Also muss der Geist hier auch bleiben. Wir können ja ohne Geist gar nicht existieren. Und ich habe meine Vermutung, was Paulus meint, aber ich will gar nicht darauf eingehen, weil ich das nicht beweisen kann. Was nicht gemeint ist, können wir ahnen oder wissen hier und da. Was gemeint ist, können wir vielleicht ahnen, aber nicht genau sagen. Nun gut, wir müssen es wohl nicht wissen. Es ist immer eine Hilfe, wenn wir gute Kommentare in die Hand nehmen. Und gute Kommentare heißt für mich vor allem die verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten aufzeigen und die Argumente dafür, damit man selbst dann auch abschätzen kann. Es gibt einen sehr guten von Gostry, ist im Englischen ins Deutsche übersetzt, sind 1500 Seiten, aber so ein Buch wie eine Bibel. Heißt, Kommentar zur Bibel kostet nur 19 Euro. Also es lohnt sich, um schnell mal nachzuschlagen. Da werden in der Regel die schwierigen Texte behandelt und gezeigt, wie diese ausgelegt werden. Also von Donald Gostry, Kommentar zur Bibel. Dann zu dieser, soll ich sagen, brenzligen Frage. Gibt es kulturell bedingte Texte? Die einen bibeltreuen anders. Also es sind dann manchmal ganz schwierige Fragen. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, ich bin kein Missionstheologe. Weil nur zeigen, dass das eigentlich verwandte Begriffe sind. Hier geht es vielmehr um die Auslegung der Bibel und die Anwendung in unserer Kultur. Gibt es also kulturell bedingte Texte? Stuart und Fee schreiben in einem Buch, das grundsätzlich gut ist. Ich gehe nicht immer einig mit ihnen, aber das muss man ja auch nicht. Sie schreiben, häufig haben Menschen versucht, die Möglichkeit kultureller Relativität, vielleicht ist das nicht ein glücklicher Ausdruck, kulturelle Relativität, völlig abzulehnen, was sie dazu veranlasste, sich mehr oder weniger für eine Übernahme der Kultur des ersten Jahrhunderts als göttlicher Norm einzusetzen. Eine solche Ablehnung ist aber gewöhnlich nur zum Teil erfolgreich. Also den letzten Satz kann ich voll unterstützen. Das andere, das finde ich, ist nicht, muss man ein bisschen differenzierter sehen, denn das Neue Testament übernimmt ja nicht einfach die Kultur der Antike, sondern setzt sich kritisch damit auseinander. Überhaupt setzt sich die Bibel ständig kritisch mit der Kultur der umliegenden Völker auseinander, auch das Alte Testament Israel, die Götzen der Heiden und so weiter. Also man setzt sich da ständig kritisch mit der jeweiligen Kultur auseinander. Gibt es so etwas wie kulturelle Bedingtheit der Bibel? Also von kultureller Relativität sollte man vielleicht nicht sprechen, weil dieser Ausdruck, denke ich, missverständlich ist. Nun erstens, Gottes Wort spricht konkret in die verschiedenen Kulturen und Situationen hinein und will darin Anwendung finden. Das ist mal zu beachten. Paulus spricht ganz konkret in Kulturen hinein. Das macht uns das Verstehen ja manchmal ein bisschen schwierig, weil wir diese Kulturen nicht so kennen, weil sie uns fremd sind. Zweitens, wir sollten herausfinden, welches der Kern der Texte ist.
Welches, oder des ganzen Abschnittes meine ich dann, nicht nur eine Aussage eines Verses, man sollte überhaupt lernen, in Abschnitten zu lesen. Natürlich sollte man die einzelne Aussage, den einzelnen Vers genau auch betrachten. Und trotzdem immer versuchen, die einzelne Aussage im Kontext zu verstehen. Es ist manchmal so, dass eine Aussage schwer zu verstehen ist. Also man weiß nicht ganz genau, auch nach langem Studium, was denn ganz genau gemeint ist. Aber vom Kontext her ist in der Regel ganz klar, was gesagt werden soll. Da kann man viel Zeit verlieren. Da soll man sagen, okay, das ist jetzt nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass die Gesamtaussage des Textes klar ist. Und das ist in der Regel der Fall. Dann sollten wir Prinzipien herausarbeiten. Und diese Prinzipien können wir auf andere Kulturen übertragen. Das heißt, diese Prinzipien, die gelten immer und zu jeder Zeit, meine ich. Wir haben gestern schon etwas gesehen wegen der Gütergemeinschaft, nicht? Das ist nichts anderes, was ich da gemacht habe. Ich habe gesagt, das sind Prinzipien des Textes, das, was zum Ausdruck gebracht werden soll. Ich habe hier zwei weitere Texte, aber eigentlich jetzt drei Texte, auf die ich anschließend kurz eingehen möchte. Fußwasch und Kopfbedeckung und noch einen Text aus dem 2. Korintherbrief. Und das ist ganz wichtig, die Anwendung darf die sorgfältige Auslegung nicht unbeachtet lassen. Man hört dann manchmal, ja, heute haben wir es halt anders. Aber man hat sich nie angestrengt zu fragen, warum schreibt Paulus das denn so? Und wenn wir sorgfältige Exegese betreiben, das heißt uns wirklich in den Textversuch hineinzuknien, zu graben, zu forschen. Wenn wir dann verstanden haben, worum es ging, dann wird die Übertragung in unsere Situation in der Regel gar nicht so schwer sein. Aber wir sollten schauen, was genau gemeint ist, was war das Problem. Aber wir sollten eben die sorgfältige Auslegung nicht einfach überspringen. Das tun wir oft und streiten dann, sollen wir es heute so tun oder sollen wir es nicht tun, haben aber noch gar nicht genau verstanden, warum Paulus das schreibt. Und fünftens, wir können dann diese Prinzipien, die wir herausgearbeitet haben, auf andere Bereiche übertragen. Ich möchte jetzt zuerst mal auf zwei Texte kurz eingehen, bevor ich dann auf den dritten Text etwas ausführlicher und abschließend eingehe. Die Fußwaschung Jesu. Johannes 13 von 12 bis 13. Entschuldigung, 12 bis 15. Dort lesen wir, als er, Jesus, nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen. Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr habt mich Lehrer und Herr, ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt das Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr tut, was ich euch getan habe. Füße waschen im Gottesdienst oder dienen wie Jesus? Was sagt Jesus? Nun, Füße waschen im Gottesdienst spricht er auf jeden Fall nicht an. Und da müssen wir uns einmal die Situation vorstellen damals. Das war überhaupt ganz anders als der Gottesdienst, nicht? Man ist nicht so schön sauber dahergekommen. Man war zu Fuß unterwegs mit Sandalen oder barfuß. Und wenn man dann eingeladen wurde, ja, dann war es eine Geste der Gastfreundschaft, dass man dem Gast die Füße gewaschen hat, was in der Regel die Hausfrau tun musste oder durfte. Die Männer natürlich nicht, die waren zu schade. Aber die Frauen haben das getan. Und Jesus sagt, das habe ich euch getan, was in der Gesellschaft ein geringer Dienst war, ein sehr geringer sogar.
Das habe ich euch getan. Und so sollt ihr auch einander dienen. Natürlich können wir uns gerne einander die Füße waschen. Ich habe nichts dagegen. Aber ich glaube, dass der Text uns viel mehr zu sagen hat, als nur, dass wir einander die Füße waschen sollen. Sagen wir, okay, wir leben in einer anderen Kultur, wir haben ein Auto, wir haben schöne Schuhe, wir ziehen sie aus, bevor wir ins Wohnzimmer gehen. Kein Problem. Vielleicht stinken die Socken etwas, aber na gut, kann man ja auch noch ausziehen. Das würde dann heißen, eben Ersatzsocken geben, damit es nicht so stinkt. Das wäre eine ganz andere Aktion. Aber es geht hier um die Einstellung, dass wir bereit sind, die geringen Dienste zu tun. Ich glaube, das ist die entscheidende Aussage des Textes. Eine zweite Stelle, 2. Korinther 6, Vers 14, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht und Finsternis? Als ich im Gymnasium unterrichtet habe, sind Schüler und Schülerinnen immer wieder auf mich zugekommen, gesagt, Herr Thiessen, wissen Sie, wo das in der Bibel steht? Wir sollen nicht unter einem Joch gehen mit den Ungläubigen. Woran haben sie wohl gedacht? Ja, sie haben ans Heiraten gedacht. Und das war ja gar nicht schlecht. Nur steht da irgendwas von Heiraten in dem Text? Oder im Kontext? Lies mal zu Hause nach. Also von Heiraten findet man im Kontext nichts. Darf man diesen Text überhaupt auf die Ehe beziehen? Ich sage hier, ich meine ja. Denn erstens wird die Ehe auch als Jochgespann bezeichnet. Jesus sagt wörtlich, was Gott zusammengejocht hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und zweitens gibt es natürlich andere Stellen der Bibel, die darauf eingehen, dass für einen gläubigen Ehepartner, oder sagen wir für einen Christen oder eine Christin, nur ein gläubiger Partner in Frage kommt. Es gibt genug Stellen. Also liegen wir völlig im Rahmen der Bibel, wenn wir dieses Prinzip auch auf die Ehe übertragen. Obwohl es im Kontext gar nicht direkt um die Ehe geht. Ja, und dann zum Text. 1. Korinther 11 von 2 bis 16. Es wird heute noch viel gestritten unter manchen Christen. Es ist also nicht ein Beispiel, das nicht mehr aktuell wäre. Immer wieder begegnet mir das. Im Internet gibt es so Aufsätze und was immer. Wenn du als Frau nicht im Gottesdienst die Kopfbedeckung trägst, bist du nicht bibeltreu. Und was tun wir mit solchen Texten? Zuerst mal genau hinschauen. Und zweitens, meine ich, sollten wir dort auch ein bisschen fragen, was war denn das Problem in Korinth? Was war der kulturelle Hintergrund? Denn wir werden den Text nicht wirklich verstehen, wenn wir diese Frage nicht stellen. Und da sehen wir sehr, sehr deutlich, dass Gottes Wort nicht einfach vom Himmel herabgefallen ist, völlig unabhängig von der jeweiligen Situation, sondern dass Gottes Wort ganz konkret in die jeweilige Situation hineinspricht. Es gibt natürlich andere Bibelstellen, die sind überhaupt nicht von der jeweiligen Situation abhängig. Aber dieser Text spricht in eine konkrete Problematik in der Gemeinde in Korinth ein. Und wir tun gut, da genau hinzuschauen. Nun zuerst einmal verschiedene Übersetzungen anschauen. Ich habe da eine Broschüre, die kann man käuflich erwerben für ein paar Franken, 3 oder 2 Euro. Bibelübersetzung, Bibelauslegung, da habe ich noch verschiedene andere Texte gebracht im Vergleich. Manchmal interessant, wenn man die miteinander vergleicht. Also ich lese mal den Text aus der Elberfelder Bibel, die ist ja mehr oder weniger wörtlich. 1. Korinther 11, 5 bis 6 und 10 lese ich, einen Ausschnitt daraus. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet und Weissagt heißt prophetisch reden, hier wohl Zeugnis geben, dem Kontext nach, dann lehren sollte sie nicht, da gibt es andere Stellen, weiter im Kapitel 14 oder im 1. Timotheus. Also,
Zeugnis geben, prophetisch reden, entehrt sie ihr Haupt. Wörtlich heißt es etwa, schändet sie ihr Haupt. Denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht, und das habe ich ergänzt in Klammern, dauernd verhüllt, das ist nicht unwichtig, was da in Klammern steht, das ist so die wörtliche oder die Bedeutung des griechischen Präsens, dauernd verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Darum soll die Frau eine Macht, also hier sollten wir übersetzen, so soll sie sich auch weiterhin verhüllen. Auch weiterhin, das ist auch im griechischen Text so gemeint. Auch weiterhin verhüllen. Darum soll die Frau, das Vers 10, eine Macht auf dem Kopf haben. Wörtlich heißt es etwa, eine Vollmacht auf dem Kopf oder Vollmacht über den Kopf haben, um der Engel willen. Warum um der Engel willen? Ist auch wieder so eine schwierige Stelle, die Paulus gar nicht erklärt. Aber da gibt es in den Übertragungen doch manche Erklärungen dazu. Hoffnung für alle. Ist der gleiche Text. Trägt dagegen eine Frau keine Kopfbedeckung, wenn sie im Gottesdienst betet. Paulus hatte gar nicht vom Gottesdienst gesprochen, jetzt plötzlich vom Gottesdienst die Rede. Oder im Auftrag Gottes prophetisch redet, dann entehrt sie sich selbst. Neues Leben übersetzt, eine Frau entehrt ihren Ehemann. Die Hoffnung für alle ist hier nicht ganz konsequent, meine ich. Vers 4 sagt sie, ein Mann entehrt Christus. Das heißt, Christus ist ja das Haupt des Mannes. Die Frage ist der Kopf gemeint, der geschändet wird, der Kopf der Frau oder der Mann als Haupt der Frau? Was durch die Elberfeld-Übersetzung ja nicht zum Ausdruck gebracht wird. Hier aber schon. Das wäre genauso, als wenn sie kahl geschoren herumliefe. Will eine Frau ihren Kopf nicht bedecken, kann sie sich auch gleich die Haare abschneiden lassen. Aber weil es jede Frau entehrt, wenn ihr das Haar kurz geschnitten oder der Kopf kahl geschoren ist, soll sie ihren Kopf bedecken. Vers 10, deshalb soll sie im Gottesdienst eine Kopfbedeckung tragen als Zeichen dafür, dass sie dem Mann untersteht. Eine kleine Zwischenbemerkung, Professor Lehrle hat immer gesagt, die Kopfbedeckung sei nie ein Zeichen der Unterordnung gewesen. Hier wird es aber selbstverständlich vorausgesetzt. In manchen Kommentaren wird das selbstverständlich vorausgesetzt, dass die Kopfbedeckung damals ein Zeichen der Unterordnung der Frau gewesen sei, was Lehrle sagt, und der kannte sich da aus, dass das nie der Fall gewesen sei. Also ich lese weiter. Auch wegen der Engel, die über Gottes Ordnungen wachen, sollte sie dies tun. Und dann noch eine Übersetzung, die Gute Nachricht Bibel. Ich habe nur ein paar ausgewählt aus dem Internet, da kann man ja viele finden, kommen immer neu dazu, fast täglich. Also, Gute Nachricht, Bibel. Eine Frau, die im Gottesdienst öffentlich betet oder Weissagen Gottes verkündigt, entehrt sich selbst, wenn sie dabei ihren Kopf nicht bedeckt. Es genauso, als ob sie kahl geschoren wäre. Wenn sie keine Kopfbedeckung trägt, kann sie sich gleich die Haare abschneiden lassen. Es ist doch eine Schande für eine Frau, sich die Haare abschneiden oder den Kopf kahl scheren zu lassen. Dann soll sie auch ihren Kopf verhüllen. Vers 10, deshalb muss die Frau ein Zeichen der Unterordnung zugleich der Bevollmächtigung, noch eine Bedeutung kommt dazu, der Bevollmächtigung auf dem Kopf tragen. Damit genügt sie der Ordnung, über die die Engel wachen. Soweit die Übersetzungen. Nun schauen wir einmal genau hin, unabhängig von der Umwelt. Das wäre noch eine andere Frage. Also es wird immer oder sehr oft vieles einfach vorausgesetzt, auch von denen, die meinen, dass es keine kulturelle Bedingtheit der Texte gäbe. Wenn du das nicht so tust heute, dann bist du nicht bibeltreu. Wie tust? Und da sollten auch Sie zuerst mal hinschauen.
Und es genügt oder es hilft manchmal schon sehr viel, wenn man nur mal genau schaut, was steht im Text. Unabhängig von der Kultur. Und da merkt man ungefähr, wo das Problem wohl gelegen hat. Achtet mal auf die Begründung des Paulus. Wenn es darum geht, nur so ein Nebenexkurs kleiner, wenn es darum geht, dass die Frau nicht lehren soll in der Gemeinde, begründet Paulus ganz anders. Begründet er immer mit der Schöpfung und mit der Schöpfungsordnung. Aber hier begründet er ganz anders. Vers 5. Sie schändet ihr Haupt. Ich verstehe das so, dass das Haupt hier für die Person steht. Also eine Frau, die damals ohne Kopfbedeckung, als verheiratete Frau ohne Kopfbedeckung herumlief, hat sich als Ehebrecherin öffentlich dargestellt. Ich bin noch zu haben, heißt es. Nicht? Und wenn meine Frau so auf die Straße gehen würde, hier, nimmt mich, ich bin noch zu haben, ich wäre nicht so erbaut. He? Aber so ungefähr haben die Frauen das damals signalisiert. Ich bin noch zu haben. Sie schändet sich selbst. Indirekt natürlich auch ihren Mann. Also von daher stimmen hier beide Auslegungen eigentlich irgendwie. Zweitens, es wäre besser, sie wäre ein und dasselbe wie eine Geschorene. Und was heißt das? Geschoren sind damals die Huren herumgelaufen. Paulus sagt hier also, sie stellt sich damit auf die Stufe einer Hure, wenn sie das tut. Und das wäre schändlich. Vers 6. Es wäre schändlich. Sich Haare schneiden zu lassen, wäre schändlich. Genauso schändlich, wenn sich... Das heißt, wenn sie sich nicht den Kopf verhüllt oder den Kopf enthüllt, ist es genauso, als würde sie scheren lassen. Und damit wäre sie auf der Stufe einer Dirne. Also hat man das genau gleich empfunden. Das sagt uns der Text. Das sagt uns nicht irgendwelche Umwelt, sondern der Text. Dann, Vers 14, 15. Lehrt uns nicht die Natur. Und was ist damit gemeint? Also mit Natur ist hier nicht die Schöpfung Gottes gemeint, offensichtlich nicht, sondern das natürliche Empfinden. Und es gibt tatsächlich außerbiblische Texte, die genau in die gleiche Richtung gehen. Das heißt, Paulus sagt hier, das natürliche Empfinden, das auch der Mensch hat, der nicht Christ ist, der nicht gläubig ist, der hat doch dieses Empfinden für Anständigkeit. Und manchmal haben die Nichtchristen etwas mehr Empfinden für Anständigkeit als die Christen, hat man den Eindruck. Also es ist ein natürliches Empfinden. Der Mann wird entehrt, wenn er langes Haar trägt, heißt es, und für die Frau ist es wörtlich eine Herrlichkeit. Die Übersetzung sage da Ehre, aber ist ein bisschen schwach. Denn da steht im Griechischen Doxa, vorher heißt es, der Mann ist die Herrlichkeit Gottes. Die Frau ist die Herrlichkeit des Mannes. Und hier heißt, das Haar ist die Herrlichkeit der Frau. Ohne Kommentar. Alle haben ihre Herrlichkeit. Abglanz heißt es vorher. Nun, achten wir auf den weiteren Kontext, und das ist ganz wichtig, meine ich hier, für das Verständnis dieses Textes. Das ist der Schluss vom Kapitel 10. Und Kapitel 10 ist normalerweise vor Kapitel 11, nicht? Wir haben es vorher mit Kapitel 11 zu tun gehabt im ersten Korintherbrief. Lesen wir Kapitel 10, Vers 32 und 33. Seid unanstößig sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes, wie auch ich in allen Dingen allen zu Gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie gerettet werden. Wir haben ein Problem nicht nur dadurch, dass wir die Verse einteilen, die Kapitel einteilen, sondern dazwischen auch noch Überschriften haben. Das haben die Korinther damals aber alles nicht gehabt. Und bei diesen Überschriften steht über Vers 2 eine neue Überschrift, nicht über Vers 1. Vers 1 geht in die gleiche Richtung.
1. Korinther 11, 1. Paulus sagt, seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Das heißt, es ist der direkte Kontext. Und darum geht's Paulus hier offensichtlich, wenn er die Kopfbedeckung anspricht. Die Christinnen in Korinth sollen nicht ein Anstoß sein. Und ein Anstoß heißt, ein Fall des Ärgernisses, dass der andere dem nachstrebt und fällt. Im Glaubensleben. Sie sollen nicht ein Anstoß sein, weder für die Gläubigen, noch für die Juden, noch für die Griechen. Warum erwähnt er die Juden Griechen hier separat? Weil die einfach in mancher Hinsicht ein sehr unterschiedliches Empfinden hatten. Nicht, dass es irgendwie drei Klassen von Menschen gibt oder noch mehr. Aber die hatten ein sehr unterschiedliches Empfinden in mancher Hinsicht. Und für die jüdische Frau war das, wenn sie ohne Kopfbedeckung auf die Straße ging, genauso schlimm, wie wenn sie nackt auf die Straße ging. Das heißt für den Mann eher. Und die jüdische Frau, die das tat, musste vor dem Gericht 400 Zuz zahlen. Nun, was heißt das? Wenn man jemand angespuckt hat, musste man gerade mal die Hälfte bezahlen. Das war nur halb so schlimm. Sie haben genau ausgerechnet, das ist ein schlimmes Verbrechen. Und deswegen sagt Paulus, seid ohne Anstoß. Ich meine, das ist ganz wichtig, dass wir diesen Aspekt beachten. Am Schluss schauen wir uns noch die Kernaussagen des Textes an. Und damit komme ich dann auch schon zum Schluss. Grundsätzlich meine ich, was meistens auch von den Befürwortern, die sagen, eine Frau, die heute im Gottesdienst keine Kopfbedeckung trägt, oder vor allem, wenn sie betet im Gottesdienst, ist nicht bibeltreu, dass sie nicht wirklich hinschauen, was dort steht. Denn Paulus sagt nicht, dass sie sich den Kopf bedecken soll. Paulus sagt meines Erachtens vielmehr, dass sie sich den Kopf nicht enthüllen soll. Und so hat man das damals in den Mysterienkulten getan, im Dionysos-Kult. Dionysos war der Gott des Weines, da hat man sich in Rausch versetzt. Und der Dionysos-Kult war in Korinth besonders vertreten und dort waren eigentlich nur Frauen zugelassen. Die waren so inspiriert, so voll Geistes, in Trancezustand und haben dann prophetisch geredet und sich die Kopfbedeckung weggenommen, zum Teil sogar nackt ausgezogen. Ich glaube nicht, dass die korinthischen Frauen so weit gingen, aber ein Problem entstand offensichtlich. Diese Frauen sind aber außerhalb vom Gottesdienst selbstverständlich mit Kopfbedeckung herumgelaufen. Heißt, wenn schon, dann müsste man das auch beachten. Selbstverständlich sind sie außerhalb vom Gottesdienst mit Kopfbedeckung herumgelaufen. Zweitens, welche sind Kernaussagen, Prinzipien? Ich habe vorher von Prinzipien gesprochen. Und diese Prinzipien gelten meines Erachtens immer und jeder Kultur und jeder Zeit. Es geht um die göttliche Zuordnung der Geschlechter. Es gab da wohl Frauen, die sagen, ja, die Männer, die haben, müssen sich nicht unterordnen und so weiter. Also auch wir sind frei und haben unsere Freiheit auch im Gottesdienst. Paulus sagt, stimmt nicht, die Männer. Jeder Mann muss sich Christus unterordnen. Christus ist sein Haupt. Dann soll es darum gehen, ein gutes Zeugnis nach innen und nach außen zu sein. Christen sollen nicht nur für andere Christen ein gutes Zeugnis zu sein, sondern auch für Nichtgläubige. Und oft denken die Nichtgläubigen, ja, wenn der Christ ist, dann muss ich mich ja gar nicht bekehren. Ich bin ja eigentlich anständiger als der. Die wissen schon, wie Christen eigentlich zu leben hätten. Oft besser als wir. Das ist Problem. Ein gutes Zeugnis sein, der Berufung gemäß uns verhalten, uns auch kleiden. Und wir sind mit einem heiligen Ruf gerufen, sagt Paulus. Mit einem heiligen Ruf. Und letztens, es geht hier im Wesentlichen um sexuelle Keuschheit.
Man kann sich das vorstellen, was das für die Männer im Gottesdienst bedeutet hat. Ich gehe mal davon aus, dass das Problem im Gottesdienst entstanden ist. Da gibt es verschiedene Auslegungen. Paulus sagt uns das eigentlich nicht. Also er sagt uns das gar nicht direkt, wo das Problem entstanden ist in Korinth. Aber man kann sich das gut vorstellen, was das für diese Männer bedeutet hat. Wenn da plötzlich eine Frau während des Gottesdienstes ihre Kopfbedeckung wegnimmt. Das wäre so, wie wenn sie einmal heute die Oberkleider ausziehen würde. So ähnlich. Es geht darum, dass wir uns im Gottesdienst natürlich im ganzen Leben unseren Blick auf Christus richten, nicht auf uns. Dass wir uns so verhalten, dass die Menschen durch uns Christus sehen. Auf ihn blicken, auch im Gottesdienst. Wir sollten schauen, dass wir nicht andere ablenken. Dass sie plötzlich nur noch auf uns schauen, nicht? Und die Männer schauen, die Frauen und so weiter, ja? Gar nicht mehr sich auf die Predigt konzentrieren. Muss man beachten. Auch christliche Männer sind Männer mit natürlichen Gefühlen. Ist auch gut so, aber es muss beachtet werden. Also kann man sagen, es gibt Texte, die wir heute falsch anwenden würden, wenn wir sie einfach so oberflächlich 1:1 übernehmen würden, ohne genau hinzuschauen. Wir müssen genau hinschauen, zuerst exegetisch arbeiten, fragen, was war das Problem, warum reagiert Paulus so, wie reagiert er, wie begründet er? Wenn möglich immer noch schauen, was war das Problem im Kontext damals? Gibt es außerbiblische Hinweise? Und dann vor allem, wie begründet Paulus? Welches sind die Prinzipien, die hier wichtig sind? Welche ist die Kernaussage? Und wie können wir das heute anwenden? Und da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Nicht nur Möglichkeiten, sondern verbindliche Möglichkeiten, denke ich. Also wir werden merken, dass uns der Text sehr viel zu sagen hat. Wenn wir genau hinschauen, lasst uns zusammen noch beten. Herr Jesus, wir haben dein Wort, das unser Leben verändern möchte, uns in die Heiligung führen, uns dir ähnlicher machen. Danke von ganzem Herzen. Ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass wir verstehen, was du uns heute zu sagen hast, dass wir mit Überzeugung das auch ausleben. Herr, ja, und ein gutes Zeugnis sind für dich in dieser Welt. Amen.